Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ein ganz anderes Video heute, denn ihr seht mich direkt. Mein Name ist Genevieve und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast hier auf Styling Kitchen. Ich zeige heute ein schnelles und einfaches Gericht, was ich in den letzten Wochen sehr, sehr gerne zubereitet habe. Als allererstes bereite ich die Zutaten vor und ich starte mit dem Knollensellerie. Da habe ich so etwa 100 Gramm und das werde ich jetzt ganz fein würfeln. Als nächstes nehme ich die Süßkartoffel und werde die auch schälen und fein würfeln. Ich habe jetzt hier eine relativ große von 500 Gramm. Da werde ich wahrscheinlich nur die Hälfte nehmen. Das sind dann 250 Gramm. Jetzt kommt eigentlich unsere nächste Hauptzutat in unserem Gericht und zwar der Chinakohl. Chinakohl, muss ich sagen, habe ich bis vor 3 Monaten noch nie ausprobiert gehabt und habe mich einfach dann einmal da dran gewagt und den mitbestellt und war überrascht, wie vielseitig der eigentlich einzusetzen ist und vor allem, der schmeckt halt nicht so super kohlig, finde ich. Also es gibt ja andere Kohlsorten, ich sag mal Grünkohl oder so, die wirklich nach Kohl schmecken. Der Chinakohl, finde ich persönlich, ist da etwas neutraler. Ich nehme jetzt einfach so die Hälfte und schneide den schön klein und dann kommt der nachher mit in unser Gericht. Der Chinakohl ist jetzt frisch gewaschen. Die andere Hälfte, die ich hier noch habe, die werde ich halt einfach einpacken und in den Kühlschrank stellen, ins Gemüsefach und in den nächsten Tagen damit nochmal was zubereiten. Und den werde ich jetzt nochmal ganz, ganz fein hacken und dann ist er auch vorbereitet. Schon die Süßkartoffel und der Knollensellerie in der Pfanne und das Ganze lösche ich jetzt gleich ab mit etwas Gemüsebrühe, 400 Milliliter und mit pflanzlicher Sahne, da nehme ich 250 Milliliter. Alles einmal kurz ein bisschen köcheln und dann kommt gleich der Chinakohl dazu und die Wokmodeln. Während ich das jetzt etwas köcheln lasse, ich sag mal so eine Viertelstunde bei mittlerer Hitze, bereite ich schon das letzte vor und zwar einmal Salz und Pfeffer, damit schmecke ich das Ganze gleich ab und frische Petersilie, die kommt jetzt gleich, die hacke ich und die kommt dann da gleich noch mit zu und dann kann auch schon serviert und gegessen werden.
fertig. Es ging wirklich total schnell, auch wenn jetzt hier die Lichtverhältnisse so ein bisschen nachgelassen haben, weil ich wirklich gekämpft habe hier mit den unterschiedlichen Einstellungen vom Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich mal freuen, hinterlass mir doch da gerne mal einen Kommentar. Hat dir dieses Format mit mir selber im Video gefallen? Oder sagst du, Mensch, lieber möchtest du nur meine Hände sehen? Genevieve, bleib lieber bei dem Format, wie es vorher war. Da würde mich mal deine Meinung interessieren. Da freue ich mich auf deinen Kommentar. Und ansonsten, ich lasse es mir jetzt hier schmecken. Wenn dir das gefallen hat, lass doch gerne ein Abo da und natürlich auch die Glocke aktivieren, damit das nächste Video auf jeden Fall dir vorgeschlagen wird und du es nicht verpasst. So, und ich probiere jetzt hier das Abendessen. Da freue ich mich schon drauf.